Ihr Lieben, zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis nehme ich euch mit in die ehemalige Klosterkirche in Osterholz-Scharmbeck. Bitte sehr, hier feiern wir Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott des Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Tod und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes Wesen nein, nicht mächtig worden ist. Lass die Nacht auch meiner Sünden jetzt mit dieser Nacht vergehen. O Herr Jesu, lass mich finden, deine Wunden offen stehen, da alleine Hilf und Rat ist für meine Missetat. Hilf, dass ich mit diesem Morgen geistlich auferstehen mag und für meine Seele sorgen, dass wenn nun dein großer Tag uns erscheint, führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Ort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahrt sein. Meinen Leib und meine Seele samt den Sinnen und Verstand, großer Gott, ich dir befehle unter deine starke Hand. Herr, mein Schild, mein Heer, mein Ruhm, nimm mich auf dein Eigentum. Deinen Engel zu mir sende, der des bösen Feindes Macht, List und Anschlag von mir wende und mich halt in guter Acht, der auch endlich mich zur Ruh trage nach dem Christus spricht, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel, Reiche müssen darben und hungern. Aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Christus spricht, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus spricht, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Lasst uns beten. Um ein waches Gewissen, um Vergebung unserer Schuld und ein offenes, ruhiges Herz lasst uns bitten. Erbarme dich, Gott. Um Verständnis für unsere Mitmenschen, um Hilfsbereitschaft und um den Mut, die Wahrheit zu sagen, lasst uns bitten. Erbarme dich, Gott. Um die Fähigkeit, allen Menschen so zu begegnen, dass sie durch uns Gottes Liebe erfahren, lasst uns bitten. Erbarme dich, Gott. Für unsere Kirche und die ganze Christenheit, dass sie über alles Trennende hinweg eins werde im Glauben und im Tun, lasst uns bitten. Erbarme dich, Gott. Für unser Volk und für alle Völker der Welt, dass sich Gerechtigkeit durchsetze und Friede werde, wo Krieg ist, lasst uns bitten. Erbarme dich, Gott. Für Menschen in Not und Bedrängnis, dass ihnen geholfen werde, lasst uns bitten, erbarme dich, Gott. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht aufgeschrieben im ersten Brief des Apostels Johannes im 4. Kapitel. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir die Freiheit haben zu reden am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
So jemand spricht, ich liebe Gott und hast doch seine Brüder. Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz danieder. Gott ist dir lieb und will, dass ich den Nächsten liebe gleich. Erde Güte hat und sieht die Brüder leiden und macht die Hungrigen nicht satt, lässt Nackende nicht kleiden. Er ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes. Seines Nächsten Ehre schmäht und gern sie schmähen höret, sich freut, wenn sich sein Feind vergeht und nicht zum Besten kehret, nicht den Verleumder widerspricht, der liebt auch seine von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinen Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus,
denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Lob sei dir, o Christe! Lasst uns gemeinsam mit den Christen aller Zeiten und Völker Gott preisen, mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Soll jetzt und immer.
alle schreckt und schaut, wie freundlich der Erbarmer sei. Ja, seine Güte ist täglich neu, wohl dem, der auf ihn traut. Der Predigttext für diesen Sonntag steht in diesem Jahr im Buch Jona im ersten und zweiten Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Laden, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen.
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein, und finden weder Hilf noch Rat, ob wir gleich Sorgen früh und spät, so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein dich anrufen, du treuer Gott, um Rettung aus der Angst und Not, und heben unser Aug und Herz zu dir in wahrer Reu und Schmerz, und flehen aller Strafen Linderung, die du verheißen gnädiglich allen, die darum bitten dich. Im Namen deines Sohns Jesus Christ, der unser Heil und Fürsprech ist. Ihr Lieben, ich kann mich nicht daran entsinnen, jemals über Jona gepredigt zu haben. Insofern ist das jetzt eine Premiere. Dabei ist der Jona-Stoff mir seit Kindertagen bekannt und ich denke, das geht vielen so. Vor allem populär ist der sogenannte Fisch, in dessen Bauch Jona zeitweise verschwindet. Dargestellt wird dieser Fisch in den populären Darstellungen in der Regel als Wal, und Wale sind bekanntlich Säugetiere, aber das macht jetzt auch nichts. Erstens, weil die meisten Leute sich um Zoologie nicht kümmern, und zweitens, weil es für die Geschichte wirklich von untergeordneter Bedeutung ist, ob nun Sohnfisch oder Sohnfisch. Gucken wir uns das mal an. Also, Jona gehört in die Reihe der 12 kleinen Propheten und hat doch darin eine Sonderstellung, weil es nämlich kein eigentlich prophetisches Buch ist, sondern weil es ein Buch der Kritik an der Prophetie ist. Und zwar an einer Prophetie, die sich um ihren eigenen Auftrag drückt. Das geht gleich munter los. Erstmal wird der Mann uns vorgestellt als Jona, Sohn Amittais. Und der kriegt nun vom lieben Gott einen Auftrag: Geh in die große Stadt Ninive, eine der größten Städte im Zweistromland, eine Weltstadt damals. Geh in die große Stadt Ninive, predige wieder sie, rede den Leuten ins Gewissen, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So, Jonas Reaktion: Er macht sich auf und will fliehen nach Tarsis. Jetzt muss man ein bisschen die Landkarte kennen. Ninive liegt vom Land Israel aus im Nordosten und Tarsis liegt im fernen Westen. Nach Ninive geht's über Land, nach Tarsis geht's übers Meer. Entsprechend geht unser Held nach Jaffo, das ist ein Seehafen, schifft sich dort ein, zahlt auch noch Geld dafür,
bloß damit er in die andere Richtung kommt und nicht in die Richtung, in die Gott ihn haben will. Er hätte doch zu Hause sitzen bleiben können und sagen, ach lieber Gott, du kannst mir gerne Aufträge erteilen, ich habe keine Lust. Nein, er wird aktiv und flieht vor dem Auftrag. Ich stelle mir vor, dass Jona natürlich von der Bosheit und dem sehr ungöttlichen Treiben in der Stadt Ninive längst gehört hat und auch wohl Bosheit und unmoralisches Treiben tüchtig verteufelt und tüchtig dagegen gepredigt hat bei anderer Gelegenheit. Aber jetzt, wo Gott ihn schickt, den Leuten ins Gewissen zu reden, mit dem zwar nicht ausgesprochenen, aber erkennbaren Ziel, die Leute zu einer Besserung zu bewegen, da läuft er weg. Das will er nicht, dem will er sich nicht stellen. Und genannt werden die Beweggründe nicht, aber man kann sie sich vorstellen. Er als Einzelner soll einer Weltstadt entgegentreten, denen ins Gewissen reden. Da kann einem schon mal das Herz in die Hose sinken. Der Auftrag ist zu groß. Was werden die Leute mit mir machen? Die wollen sich doch nicht stören lassen in ihren Geschäften und in ihrem Lebenslauf. Und wenn ich da komme, oh, ich komme in Teufelsküche. Also, nix wie weg, abhauen. Ja. So geht's. Eine Prophetie, die ihrem Auftrag untreu wird. Und ich gucke auf unsere Kirche der Gegenwart und denke mir, wir sitzen in der Kirche auf einem regelrechten Schatz. Den Schatz des Evangeliums. Von der unverdienten, gratis uns geschenkten Liebe Gottes. Ich höre von diesem Schatz auch gelegentlich, aber ich habe den Eindruck, als säße der kirchliche Normalbetrieb auf diesem Schatz, ohne ihn der Welt, also den Leuten, die mit Kirche nicht mehr viel am Hut haben, zugänglich zu machen oder die entsprechenden Anstrengungen zu unternehmen, den zugänglich zu machen. Man müsste ja dabei auch Kritik an einem wie geschmiert laufenden System einbringen, das nämlich gar nicht auf Barmherzigkeit gestellt ist, sondern auf Konkurrenz und Wettbewerb, auf den Erfolg des Tüchtigen vermeintlich, auf den Erfolg des Reichen. Tatsächlich. Da müssten wir Kritik anbringen und das fällt unserer Kirche schwer. Sie hätte einiges zu verlieren. Ja, das wären so meine privaten Anmerkungen, um das in die Gegenwart zu heben. Der Verdacht, dass unsere Kirche, unser kirchliches Normalprogramm, ein Versuch ist, vor dem Auftrag zu fliehen, den uns Gott anvertraut hat. So, jetzt geht's weiter im Text. Jona schifft sich ein, die fahren also los und jetzt geraten sie in dieses schwierige Unwetter. Und das Wasser schlägt ins Boot und die Ladung wird ausgeladen, damit das Boot leichter wird und auf den Wellen tanzen kann, statt darin unterzugehen. Ja, alle beten sie, jeder zu seinem Gott, was völlig selbstverständlich ist in einer Welt, wo jedes Volk einen eigenen Götterhimmel hat und pflegt. Nur einer macht nicht mit, nämlich Jona. Der ist nach unten ins Schiff gestiegen und liegt und schläft. Und ich merke förmlich, wie der Erzähler der Jona-Geschichte das mit einem inneren Glucksen und Kichern erzählt. Alle sind sie in Todesangst. Nur dieser eine, der liegt und schläft. Und er liegt da nicht aus Vertrauen auf Gott, sondern er liegt da aus Desinteresse. Vielleicht sogar aus Verdrängung. Immerhin, er flieht vor dem lieben Gott, als ob man das könnte. Auch das ist so eine Stelle, wo man merkt, dass der Erzähler innerlich gluckst und kichert. Gab Fährgeld, trat ins Schiff, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weit weg von Gott. Als ob das möglich wäre. Lächerlicher kann ein Mensch sich nicht machen. Ja, nun also,
Das Meer lässt sich nicht besänftigen. Der Kapitän muss hinunter ins Schiff und den einzigen Schläfer, den er an Bord hat, wecken und sagen, steh auf, bete zu deinem Gott. Wir haben bald keine Hoffnung mehr. Vielleicht kann dein Gott uns retten. Naja. Die Schiffsbesatzung kommt auf die Idee, wir müssen noch rauskriegen, an wem liegt das eigentlich. Und sie werfen das los und wen trifft's? Jona. Und beim Loswerfen, da haben wir es mit dem Schicksal zu tun. Das Schicksal wirft los. Das lateinische Wort ist fatum, das Los und das Schicksal in einem Wort. Das Schicksal wirft los. Gott macht das nicht. Gott weiß aber, das Loswerfen in seinen Dienst zu stellen. So, das Los hat nun also den Jona getroffen. Und die ganze Schiffsbesatzung, was ist los mit dir? Was hast du ausgefressen, dass dein Gott über uns alle diese Strafe verhängt? Wer bist du eigentlich überhaupt und aus welchem Volk kommst du? Und jetzt kriegt der Jona seinen Bekennermut. Aber es ist ein korrumpierter Bekennermut. Ich bin ein Hebräer und ich glaube an den Gott, der alles erschaffen hat. Das Meer und das Trockene. Ja, tolles Bekenntnis. Was hat er ausgefressen? Er rückt nicht recht damit heraus. Aber so viel ist ihm klar, dass um seinetwillen und seiner Fahnenflucht willen Gott diese ganze Geschichte inszeniert. Und nun sagt Jona, werft mich ins Meer, dann habt ihr Ruhe vor dem Meer und vor dem Zorn Gottes. Was ist nun das? Ich deute das als einen Versuch, das Gesicht zu wahren. Er ist immerhin auf der Flucht vor Gott. Und seine größte Schande wäre, von Gott eingefangen zu werden und dahin gebracht zu werden, Gott nun doch zu folgen. Und es ist ihm lieber zu sterben, als vor sich selber seine Lächerlichkeit einzugestehen. Und mir kommt dabei in den Sinn etwas aus dem Geschichtsunterricht und aus den Erzählungen meiner Eltern. Als der Zweite Weltkrieg aufhörte und die Leute dieses Ereignis als Zusammenbruch empfanden und auch so benahmsten, haben sich viele Leute das Leben genommen. Sie konnten mit der Schande, dass dieser Krieg verloren war, für sich persönlich nicht leben. Ganz oben an hat sich umgebracht Adolf Hitler, der größte Feldherr aller Zeiten, wie er sich selber gerne nannte und nennen ließ. Also es ist was in Menschen drin, das sie dahin bringt, sich zu versteifen auf den falschen Weg, den sie einmal eingeschlagen haben. Werft mich ins Meer, dann habt ihr Ruhe. Ja, was machen die Leute? Sie werfen ihn ins Meer, aber nicht einfach so, sondern sie rufen zunächst den Gott von Jona an. Ihre eigenen Götter, ihre angestammten Götter lassen sie links liegen und rufen diesen Gott an. Bitte rechne du uns kein unschuldiges Blut zu, wenn wir diesen Mann jetzt dem Tode ausliefern. Merkwürdiger Glaube, sehr pragmatischer Glaube, der sich dem einzigen wahren Gott zuwendet, obgleich man mit dem nie gerechnet hatte und den eigentlich gar nicht kennt, jetzt, wo es drauf ankommt, wo das eigene Leben in Gefahr ist. Wenn es wieder normal ist, ich vermute, dann ist dieser Gott, für den Jona steht, auch wieder vergessen. So, die werfen Jona ins Meer, nachdem sie erstmal anständig gebetet haben, zu Jonas Gott. Und jetzt sollte man meinen, Jona ertrinkt und fertig.
Aber, o wunderbare Barmherzigkeit Gottes, er schickt diesen Fisch, der den Jona verschlingt und damit vor dem nassen Tod rettet. Es soll mir keiner erzählen, dass der Erzähler dieses Jona-Buches nicht genauso gut wüsste wie wir, dass man in einem Fisch nicht atmen kann, weil da keine Luft drin ist zum Atmen. Das ist kein biologischer Fisch, dessen Art man bestimmen könnte. Das ist Zeichen für Gottes Handeln, wie es in der Welt bis heute geschieht. Der, der vor Gott wegläuft, wissentlich und willentlich, und der, der vor Gott wegläuft, ohne zu wissen, vor wem er da eigentlich wegläuft, sie werden bewahrt auf wundersame Weise. Das ist eine Lebenserfahrung bis heute, dass das geschieht. Völlig unverdient. Und so kommt nun also Jona in den Bauch dieses Fisches. Und da drin ist's dunkel. Und jetzt fängt er an zu beten. Jetzt, in dem Augenblick, wo er bewahrt ist, zwar noch keinen Überblick hat, aber bewahrt ist, in dem Augenblick fängt er an zu beten. Und dieses Gebet ist schon sehr interessant. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, so kann man nur beten, wenn die Gefahr vorbei ist. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Das geht nur im Nachhinein. In der bedrohlichen Situation betet man nicht so. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter zu der Berge Gründen, die Riegel der Erde schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Und dann kommen noch so ein paar theologische und geistliche Gemeinplätze, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Da spricht in einem solchen nichtssagenden Satz der Jona das Urteil über sich, denn er hat sich gehalten an das Nichtige. Also, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Aber mit dem Fisch birgt der wunderbare Gott seinen abtrünnigen Jona vor dem Verderben. Also die Gnade ist größer als die Gnade, die der verlässt, der sich ans Nichtige hält. Ja, und dann wieder erzählt mit innerem Glucksen und Kichern, redet Gott mit dem Fisch, heißt ausdrücklich so. Der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona an Land. Ja, so wird es wohl gehen, möglicherweise mit unserer Kirche auch. Wenn man von ihr nicht mehr merkt, welch einen Schatz sie birgt, wenn man von den Strahlen dieses Schatzes außerhalb der Mauern der Kirche nichts mehr gewahr wird, dann ist sie ja, als wäre sie schon in dem Fisch. Wollen wir mal hoffen, dass der liebe Gott dem Fisch gut zuredet und ihn bald an Land spuckt, damit wieder was werden kann mit diesem Häuflein und diesem Laden. Ich bin dessen in guter Zuversicht. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Du unbegreiflicher Gott, die Himmel können dich nicht fassen, und doch kommst du uns nahe in deinem Wort. Hilf, dass wir deine Stimme unterscheiden von den vielen anderen Stimmen, die auf uns einreden, damit unser Leben dir gehöre, getragen und geformt von deiner Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet, deinem geliebten Sohn, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Sommer war.
und breit. Wir freuen uns und loben die schöne Jahreszeit. Die Sonne, die wir brauchen, schenkst du uns unverdient. In Duft und Farben tauchen will sich das Land und grünt. Mit neu erweckten Sinn sehen wir der Schöpfung auf. Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf. Wir leben, Herr, noch immer vom Segen der Natur. Licht, Luft und Blütenschimmer sind deiner Hände Spur. Wer Augen hat zu sehen, ein Herz, das staunen kann, der muss in Ehrfurcht stehen und betet mit uns an. Wir wollen gut verwalten, was Gott uns anvertraut, verantwortlich gestalten, was unsere Zukunft baut. Herr, lass uns nur nicht fallen in Blindheit und Gericht. Erhalte uns und alle des Lebens Gleichgewicht. Der Sommer spannt die See.